So, jo, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ja, ich habe mal wieder ein paar Pressefilme bekommen und die würde ich euch gerne zeigen in diesem Video. Und es wird da jetzt kein, also ich werde jetzt in kein Update mehr reinnehmen, aber es wird von jedem Film halt noch eine Review geben. Ne? Und deswegen wollte ich euch schon mal vorab zeigen, was noch kommt jetzt. Klar, die Reviews interessiert eh nicht viele, viele werden das eh nicht gucken. Aber ja. Deswegen wollte ich trotzdem mal die Filme so zeigen. Fangen wir gleich an mit Playon. Die haben mir zugeschickt. Ich habe zwar wegen der 4K nachgefragt. Entweder ist da war da ein Fehler, dass sie mir aus Versehen die DVD gegeben haben. Und zwar der neue Ghostbusters, Frozen Empire. Bin ich mal gespannt, wie der ist. Ich habe noch nicht gesehen. Ich weiß, dass Nico, du warst im Kino, falls du das Video sehen solltest. Du hast ihn im Kino gesehen. Kannst du ja mal sagen, ich weiß jetzt gar nicht, hat man da drüber geschrieben? Ne, ich glaube nicht. Ist halt die DVD. Aber ich sag mal so, ja, nur die DVD, aber mal, kann man sich mal angucken, den Film. Ich kenne den ja noch nicht. Bin mal gespannt. Ist ja jetzt nicht so erfolgreich gewesen. Mal sehen, wie er ist. Ghostbusters. Frozen Empire. Kam ja gespalten an. Dann habe ich noch bekommen mit Van Damme. Born to Kill, hier die UHD. Ne? Ich weiß nicht, ob da ein Fehler unterlaufen war. Ist mir jetzt egal. Ich gucke auch die DVD. Kann ich mir wenigstens mal angucken, wie gesagt. Das sehe ich ja immer. Weil jetzt zum Beispiel jetzt so müsste ich ja jetzt bei Prime oder so 5 Euro ausleihen. Ich weiß jetzt nicht, ob ich mir den jetzt gekauft hätte. Das hat jetzt nicht damit zu tun, dass die Filme schlecht sind. Um Gottes Willen. Aber ja, manchmal ist es ja so, dass man reinfällt drauf. Wenn er schon richtig scharf stellen tut er nicht. Ja, man sieht es, Born to Kill, Van Damme. Deswegen, ich weiß halt nicht, wie der Film ist. Und ja, deswegen kann ich mir den auch mal reinziehen. Ich habe jetzt einen Trailer gesehen, sah gar nicht so schlecht aus. Klar, sind alles hier B-Movies, kommt nicht mal im Kino wie früher. Also, früher war mal eine ganz große Nummer. Genau, die habe ich bekommen, die beiden. Und dann habe ich noch einen bekommen. Ja, ist quasi der dritte. Ein Film, den ich noch nie gesehen habe. Und zwar Taxi Driver, die 4K. Hat mich auch gefreut, weil ich habe den Film, erstens habe ich den gar nicht und die 4K bekommt man nur als Steelbook. Und ihr wisst es, Steelbook, ja, obwohl da mal noch was kommen wird, aber dazu dann später mehr. Ja, aber Taxi Driver habe ich noch nie gesehen. Wird Zeit, denke ich mal. Also ich kenne ja eigentlich fast keinen, der den nicht mag. Mit Robert De Niro natürlich. Ist ja ein Kultfilm. Aber ich habe den tatsächlich bis jetzt noch nie gesehen. Und gleich die 4K ist natürlich geil. Gab es ja bisher nur in dieser Columbia Classics Collection, oder wie die hieß. Ja, und ist ja auch mittlerweile teuer, die Box. Ich weiß gar nicht, war das in der zweiten oder dritten Box. Kriegt man auch gar nicht mehr. So, das waren die losen Disc. Jetzt kommen nur noch Verkaufsversionen. Und zwar habe ich von Cinemates die Blu-ray. Leider nicht mal die 4K, aber ich will mich nicht beschweren. Ich meine, der Film kostet auch 18 Euro. Haben sie mir zugeschickt, Becky 2, die Blu-ray. Ja, wie gesagt, ich bin mal gespannt. Ich werde mit denen auch jetzt die Tage reinziehen. Ich kenne den ersten, der ist richtig gut. Ich mag den sehr. Also was heißt richtig gut? Der ist in Ordnung, kann man machen, ist auch mittlerweile out of print, ist von Splendid Film. Es gibt dann auch vereinzelt ein paar Media Books. Warum der jetzt out of print ist, weiß ich nicht. Ich nehme an, die werden nicht mal die Rechte haben. Warum jetzt Splendid nicht beim zweiten sich die Rechte gesichert hat, entweder hat es sich nicht gelohnt oder ich weiß es nicht. Meistens machen die Labels das ja. Also wie gesagt, ich bin auf jeden Fall gespannt, wie der ist. Ja, der erste war in Ordnung. Ja, war jetzt kein. Ich habe den jetzt auch nur einmal gesehen. Jetzt hier, in der. Als Bösewicht spielt ja dann der Sean William Scott. Ja, wir kennen alle als Stifler, ja. Ist natürlich richtig cool. Auch sein richtiger Stammsynchroater hier. Er macht jetzt auch mehr ernstere Filme. Ich finde ihn trotzdem besser als Comedian. Und. American Pie sollte ja schon seit Jahren immer mal noch einer kommen, aber da kam auch keiner mehr. Ich glaube auch nicht, dass da noch was kommt. Ja, wie gesagt, Becky 2 von Cinemates.
Von Konstantin Film habe ich noch einen älteren bekommen, und zwar, ach, wie ist der? Perfect Addiction. Wer da wissen will, um was es geht, guckt euch mal deinen Trailer an. Ist irgendwie ein bisschen, nee, nicht strange, aber ist irgendwie so ein bisschen von jedem, so UFC-Kämpfer, glaube ich, waren das irgendwie. Und dann ist noch so eine kleinere Liebesgeschichte irgendwie mit bei. Ich muss da mal gucken, wie das, um was es da direkt geht. Ich habe da jetzt vor kurzem mal einen Trailer gesehen. Sah interessant aus, ja, hier von der Regisseurin von Afterlove, After Forever. Das sind ja diese Schnulzenfilme, die interessieren mich nicht, muss ich ehrlich sagen. Aber hier sah interessant aus. So, dann habe ich noch Pokémon 4. Genau, die beiden, die letzten beiden, die habe ich vom Polyband bekommen. Pokémon 4. Die zeitlose Begegnung. Ja, ich habe tatsächlich den ersten Teil selber gekauft. Da kommt dann mal noch in eine der nächsten Updates. Ich weiß gar nicht wann. Ich habe so viel jetzt schon vorgedreht. Ich bin jetzt schon Ende Oktober einfach. Ich habe die XXR-Updates bis Ende Oktober vorgedreht. Also Wahnsinn, ne? Deswegen, also bezüglich 4K-Updates ist jetzt erstmal nichts geplant. Also die letzten waren ja die mit die Schnäppchen, die sind ja relativ gut angekommen. Ja, ich hätte so im Mai, glaube ich, habe ich nicht eine Neuheit gekauft. Bin jetzt aber auch nicht sicher. Ja, der Dune 2 kam jetzt noch. Muss ich aber dazu sagen, ich kenne den ersten noch nicht. Und dann kommt noch eine Serie, aber da will ich nicht zu viel verraten. Da will ich mir was, wo ich immer meckere, aber da will ich noch nicht zu viel verraten. Was es ist, kommt dann ein Update. Wahrscheinlich beides zusammen, aber das weiß ich auch noch nicht. Ja, und genau, ich hatte den ersten Teil schon gekauft. Vor 10 Euro habe ich mir den geholt. War ich damals, also ich war damals ein riesen Pokémon-Fan. Mittlerweile habe ich eigentlich gar keinen Draht mehr dazu. Aber ich habe mal wieder Lust gehabt auf den Film. Es gab ja 4 Filme. Bin ich jetzt der Meinung von die Älteren. Das Neue interessiert mich jetzt nicht so, aber New gegen New Two und so war ich damals, habe ich auch diese Karte gehabt vom ersten Teil. War ich damals im Kino, auch sowas wie Werner, ja. Kennen vielleicht viele noch. Ja, war schon Kindheit. Deswegen habe ich da gedacht, nehme ich es mir, kann ich es mir nochmal angucken. So, jetzt wird umkicken, Stativ umkippen. Und das letzte war noch eine Serie, die gibt es auch nur auf DVD. Mal gucken, was mich da erwartet. Verbrechen der Vergangenheit. Glimm weiter. Black Snow. Ist eine DVD. Wie gesagt, gibt es nur auf DVD. Ist eine Serie. Auch vom Polyband. Habe ich angefragt. Mal sehen, was mich da erwartet. Black Snow. Habe ich noch nie, muss ich sagen, vorher was gehört. Und ja. Geht 300 Minuten. 6 Episoden, also kann man quasi in einen Tag fast weggucken, sind 5 Stunden. Ja. Geht so eine Folge so 40, 45 Minuten. Er spielt die Hauptrolle, ich weiß jetzt gar nicht, wie er hieß. Also von Vikings irgendwie. Ich habe Vikings nie gesehen, deswegen sagt mir das nichts. Ja, und das war es erstmal. Was heißt, das war es erstmal? Reicht ja auch erstmal. Sind 7 Sachen erstmal, die ich dann gucken muss. Und da wird es jetzt die nächste Zeit immer mal ein paar Reviews geben. Wie und was zuerst kommt, ja, das werde ich, denke ich mal, nach Beliebigkeit machen, dass ich sage, ja, hier, da habe ich AirPods, Becky 2 oder statt jetzt Pokémon. Werde ich sehen, wie ich das mache. Und da wird es jetzt die Tage immer mal eine Review geben zu den einzelnen Sachen. Und ja. Genau, also wie gesagt, vom Polyband habe ich Pokémon, also Black Snow vom Polyband und Pokémon. Dann Konstantin Film gab es Perfect Addiction, Cinemates, Becky 2, dann von Playon Taxi Driver 4K, kann ich mir mal reinziehen. Van Damme Born to Kill UAD, also 4K. Und ja, Ghostbusters Frozen Empire die DVD. Aber ist jetzt nicht schlimm, ich sag mal so. Kann ich mir jetzt erstmal gucken, und ihr wisst es natürlich, brauchst du natürlich nicht erwähnen, es gibt da nun ein Steelbook, wie jetzt Madame Web, Equalizer, gut, da kommt jetzt, aber
Sonst könnte ich die ja nie gucken erstmal. So kann ich mir erstmal runterziehen und dann, wenn irgendwann mal in einem halben Jahr wieder später eine 4K-Emulator kommt, kann ich mir den dann kaufen und zu den anderen stellen. Schade eben, dass die das jetzt so machen, Player, und ich verstehe es nicht. Das ist wirklich so ein Kritikpunkt, was ich sagen wollte. Oh ja, kann man halt nicht ändern. Und ja, dann bin ich durch mit dem Video. Wie gesagt, das mache ich jetzt hier oder gibt es jetzt hier am Sonntag frei. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Und würde ich sagen, ciao und bis demnächst.